Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Zellner live. Ja, Montag ist es und das wäre normalerweise schon ein spezieller Tag, weil da sind die zwei, soll man Gegner sagen, soll man Freunde sagen, soll man Duellanten sagen, Diskutanten, also die zwei Politduellanten übernehmen das Studio und ich habe nichts mehr zu sagen. Rudi Fussi zu ihrer Linken rutscht immer weiter nach links, weil jetzt feiert er ja schon mit den Grünen und der Kollege Andreas Mölzer zu ihrer Rechten rutscht immer mehr in die Mitte, seitdem sich die FPÖ aufzulösen beginnt. Werden wir mal schauen, wie die zwei heute drauf sind. Ich persönlich freue mich, dass der Montag so spannend ist, weil wer hätte sich das je gedacht, oder? Wir haben ja schon geglaubt, wir haben nichts mehr zum Diskutieren und jetzt geht es rund in der Republik und ihr habt wirklich Hochkonjunktur, sowohl auf euren Social-Media-Seiten als auch bei mir. Das heißt, ich freue mich auf ein wirklich spannendes Duell dabei. Und zu diskutieren gibt es ja einiges, weil so viel wie in den letzten 7 Tagen passiert ist, haben wir vorher in Jahren nicht zu diskutieren gehabt. Fangen wir mit der neuen Regierung an, oder? Und da fangen wir an mit unserer neuen Kanzlerin der Herzen, darf ich sagen? Oder Kanzlerin des Charmes oder Kanzlerin von Chanels Gnaden oder wie immer wollen wir sie bezeichnen, die Frau Bierlein. Wie gefällt es dir? Ich meine, der Name an und für sich Bierlein müsste dir ja schon zusagen, Rudi Fussi, oder? Ja, ich habe das glaube, das ist die Joanne Collins Denver Clan, die da jetzt Bundeskanzlerin wird. Ich finde das im Großen und Ganzen, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt eine großkoalitionäre Regierung. Das heißt, wir haben, glaube ich, einen Freiheitlichen drinnen mit dem ehemaligen Paintball-Mitspieler von HC Strache, dem Herrn Reichert, der bisher schon Generalsekretär war. Anscheinend gibt es in Österreich nicht einmal eine Übergangsregierung ohne ehemaligen Rechtsextremen, ja, muss ich zur Kenntnis nehmen. Und sonst ist das zwischen Rot und Schwarz aufgeteilt. Eine Regierung, die aus wirklichen Experten und Fachleuten besteht, da lädt das schon eine Abwechslung für den gelernten Österreicher. Naja. Und ich glaube, dass wir sehen könnten, dass diese Marketingpolitik, die der Sebastian Kurz betrieben hat, die jetzt gegenübergestellt bekommt, eine ganz sachliche, ruhige, fast fade Form der Politik. Mhm. Und vielleicht kommen die Österreicher in 2-3 Monaten drauf, dass das Laute, das Marketing-Schreien der Politik gar nicht so richtig und wichtig ist, sondern dass es Sachlösungen braucht und vielleicht bringen die sogar was zusammen. Ich glaube nur, dass die keine Sachlösungen zusammenbringen werden, weil die sind ja offenbar bestellt, damit sie nichts zusammenbringen, so wenn ich das richtig bis sie jetzt... Sie können nur das vollziehen, natürlich, was im Parlament beschlossen wird. Aber erste Änderungen sieht man schon, zum Beispiel in Dreiskirchen, dieses furchtbare Schildausreisezentrum. Der Ferry Meier ist rausgefahren und hat es in einer Sponti-Aktion, die man Raiffeisen ja niemals zutrauen würde, abmontiert. Dann hat der Innenminister die Verordnung zurückgenommen über die Umbenennung. Aber da war die Tafel schon weg. Aber eins muss ich da sagen, wenn die größte Leistung dieser neuen Übergangsregierung ist, dass die Tafel ist weg ist. Angelobt na, wurden. Frei, das war schon wieder der vorige Innenminister Ratz. Eigentlich wollten wir doch über unsere neue Kanzlergöttin sprechen. Ich weiß nicht, wie du immer Kanzlergöttin, das ist jetzt eine Juristin, das erste Mal in der Geschichte Österreichs, dass eine Frau eine Regierung anführt. Das ist einmal gut, oder? Ja, es ist beschämend, dass es der Wähler bis jetzt nicht und die Partei nicht zustande gebracht hat, was jetzt der Bundespräsident gemacht hat, nämlich eine Frau zur Kanzlerin ernennen. Sollte jetzt so kurz wieder dir gefällt, weil der Mölzer wird schon wieder unruhig, weil er schon wieder sich deine Monologe anhört. Ich kann sie noch nicht beurteilen und übergebe an Mölzer. Nein, wie gefällt sie dir? Politik ist kein Aussehenswettbewerb. Sie schaut für 66 oder 65 sehr erträgt und aus. 69 von mir. Kompetent. Aber sie wird sich freuen, dass du sie als 65 bedarf. Wenn sie was gibt, dann sagt sie schon wieder ein. Ja, es ist vielleicht wieder ein kleiner Beratervertrag abräumen. Frau Bierlein. Oder groß. Frau Bierlein. Schauen Sie, es ist ja interessant. Wir haben ja italienische Verhältnisse, das, worüber wir immer gelacht haben bei den Italienern, wenn die Regierungen so eine kurze Zeit. Nicht nur beim Wetter, jetzt auch schon bei der Politik. Ja, ja. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja eine Regierung gehabt, die 5 Tage amtiert hat, ne, oder 6 Tage, jetzt in der vorigen Woche, ne, die gescheitert ist, die abgewählt wurde. Ja. Und haben jetzt eine Beamtenregierung. Und das ist in der Tat ein Novum.
Und ist ja verfassungsrechtlich schon interessant. Ne? Zeigt ja, dass bei uns der Bundespräsident diese ersatzkaiserliche Funktion hat. Nicht nur, also der Van der Bellen wird sich demnächst am Bockenbord wachsen lassen, glaube ich. Weil, ja, ja, aber auch so einen üppigen. Ne? Also ja. Es ist wirklich, die Österreicher lieben scheinbar dieses Kaiser-Franz-Josef-Feeling, das der Van der Bellen jetzt vermittelt. Und er macht das auch gut, muss man sagen. Und der das ja in der Hand hat, ne, die Regierung. Dass er natürlich jetzt eine, wie Fussi sagt, Großkoalition, die Regierung eigentlich gebildet hat, die ist rein schwarz-rot, ne? Ein bisschen schwarzer Überhang und rot, weil das ist ja nur eine kleine freiheitliche Begleitmusik. Ne? Ein Paintball, wie ja, man so ja, über die ein Dinge. Paintball. Ich möchte nicht wissen, was die beiden Herren vor 30 Jahren alles für Plätzchen gemacht haben. Ne? Also das, Jahre, das ja, ja, ne, da, grad, da fängt man an, schlimm zu werden, ich kenne das. Also, wie Fuß ist an, ne? Ja, ja, also ich war auf Rockkonzerten, na, Paintball bitte, war immerhin, nie mehr. Ja, und was war dabei beim Rockkonzert? Gut. Wie habt ihr euch da angeturnt? Ohne Paintball. Ja, aber vielleicht mit fünf jungen Hosen. Psychogenen Substanzen und wenn so weiter. Wenn dann höchstens mit fünf jungen Hausen. Würde ich gar nicht, würde ich gar nicht wissen. So. Will ich glaube, gar nicht wissen. Aber auf jeden Fall ja. Ist das, die Regierung ist rot-schwarz, ist ein rot-schwarzes, schwarz-rotes Beamtenkabinett, ja. Ne? Und ist ja nur dazu da, Sie haben es gesagt, um nichts zu tun. Ne? Die darf ja keine großen politischen Aktivitäten setzen, die dann von einer der Parteien, die womöglich regieren wird. Kommt kann eigentlich gar keine eigentlich kann sie es nicht, richtig weil verstanden. Ein Misstrauensantrag ist schnell gestellt, wenn es sein müsste. Ne? Das ist ja, haben wir ja gesehen, wie das geht. Die hat ja doch eine gewisse Böhne in der Vergangenheit auch gezeigt. Muss man also das habe ich gerade mit dem Höbelt mich getroffen, gefragt, ja. Wo hat die eigentlich die FPÖ? Sie war Freundin der Riesbasser. Ja, dann. Nicht nur das, sondern. Nein, das betrachtet ja, der FPÖ. Sie meinen, sie hat einen Wüstenrot-Bausparvertrag gehabt. Gut, den haben ich alle. Ich höre von allen Seiten, aber wenn man wirklich über die Frau Bierlein kompetent informiert sein will, muss man mit der Riesbasser sprechen. Na gut, das redet aber mit niemand politisch, das spricht für Sie. Genau. Aber schauen Sie, interessant ist ja die Frau Bierlein, die ich nur vom Namen her kannte, ist eine durchaus so kleine, zarte. Ältere Dame, aber wenn sie spricht, ne, dann merkt man, das hat Gewicht. Ne? Also nicht nur juristisch, sondern das ist wirklich Persönlichkeit. Ne? Da habe ich also einen sehr guten Eindruck. Finde ja. Und ich glaube, und es ist ja schön, dass einmal eine Frau Bundeskanzlerin ist, ist ja völlig klar, das ist auch richtig ein Signal, aber politisch hat das kein großes Gewicht. Ne? Das wissen wir. Eine Übergangsregierung, die wird schauen, dass Österreich gut hat. Haben Sie auch aber gesagt. Aber darf ich als Zwischenergebnis einmal nehmen, die Kanzlerin gefällt uns. Ja, absolut. Ja, sicher, den absolut. Mölzer besonders. Aber wie hat auch der Fussi schätzt sie um 10 Jahre jünger, aber wie hat, wenn die Dame zuschaut. Wie hat Kreisky gesagt? You made your evening today. Wie hat Kreisky gesagt, als man ihn gefragt hat seinerzeit, ja, Herr Dr. Kreisky, wir werden ja Nachfolger werden, die Frau Dr. Vierenberg. Kreisky gesagt, alt bin ich selber. Also, gut, also, das war uncharmant, bitte. Ja, aber es ist die Realität. Wobei, es gibt ein besseres. Er hat sich gerade um 10 Jahre jünger gemacht. Es gibt ein besseres. Und ich habe geschrieben in der Zeitung, 70 ist das neue 50. Ja, aber das hast du auf dich selbst bezogen. Nicht auf mich, ich bin ja 70. Entschuldigung. Aber mir gefällt eine andere Anekdote viel besser, als Marga Hubinek zur ersten Nationalratspräsidentin als Frau wurde, eingezogen ist. Hatte der Anton Peña ganz erschrocken ausgerufen im Parlament, als er sich gesehen hat, aufs Podium gehen, Jösser Survive. Also so, wir haben uns schon weiterentwickelt und ich finde, das ist gut so. Ja. Gut. Ja. Nein, aber die Frau ist kompetent, oder? Sie ist kompetent und ich hoffe, sie hat einen Charme. Und das ist das Wichtige. Hoffentlich hat sie einen Charme. Ich glaube, die wird mit Medien gut rumgehen können. Der macht es ja einen Spaß. Ja, das ist eher also die Gefahr. Die wirkt ja so, als hätte sie jahrelang auf gewartet. So etwas gewartet. Ja. Ich glaube, es wird von ihr keine Ibiza-Videos geben oder so. Ne? Also, ja, wo sie wird schon wieder geschmacklos. Also, das hoffe ich. Ne? Noch einmal, die oder von den anderen Ministern. Das ist auch anständig. Ja, gut. Das ist so, der Unterschied, das ist wohltuend. Also, er sagt eine sehr anständige Kanzlerin, er sagt eine wohltuende Kanzlerin. Wir mögen sie, zumindest nach den ersten 3 Tagen, wo sie ja noch nicht fit ich hat. Nehme an, die Österreicher werden. Warten wir mal hoch. Wird die was weiterbringen? Wird die die Ansagen sind Stabilität, ja. Ruhe, ja. Wieder Harmonie in der Gesellschaft. Genau. Das sind die Ansagen und das reicht mehr. Aber ich glaube, was ich schon tun muss, was ich wirklich tun muss, ist einerseits bei dem zerstörten Vertrauen, das wir in Österreich erleben, in die Politiker insgesamt, das Volkes Stimme sagt so sinngemäß, naja, das, so was wir jetzt alle. Bei den Blauen gesehen haben, so sind die alle. Und das Volk weiß, wovon es spricht. Und es stimmt, ist weiter, so weit von der Wahrheit so weg. Nur sind nicht alle so deppert und lassen sich dabei filmen. So, genau. Ja. So, der Punkt ist aber anderer. Das heißt, natürlich muss jetzt der Bundespräsident mit der Frau Bundeskanzlerin darauf drängen, dass endlich ein gescheites Parteienfinanzierungsgesetz gemacht wird. Mit strengen Strafen, mit Verbot von Großspenden, mit der Rechnungs-
Hofeinschaumöglichkeit in die Parteifinanzen. Ja, das nämlich glaubst wirklich. Du ernsthaft, dass die das machen? Die kann überhaupt nichts machen, was sie nicht vorher sich ich von glaube, den dass zwei Parteien... Ich glaube nicht, dass das Parlament... Die wird ja gar nicht fertig. Das Parlament löst sie auf, bevor die überhaupt eine Idee von dem hat. Ich schätze die Meinung immer sehr, aber diskutieren tue ich mit ihm. Ne? Ja, und wenn ich sage, meine Einschätzung, bis der Stadler wieder da ist. Ja, aber wenn er dann zu wenig widerspricht, muss ich dabei. Ja, aber du, es wäre ja okay, wenn du recht hättest. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass die Parteien jetzt nicht herumkommen in dieser Lage und nichts beschließen. Das glaube ich nicht. Wenn sie erklären, die Weltlage. Die ÖVP spielt da offenbar auf Zeit, wie wir wissen, und auch mit gutem Grund. Aber schau, der Hund ist der, so schön und so lieb und so nett die neue Frau Bundeskanzlerin ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind keine Monarchie, wo der Kaiser die Regierung einsetzt wie seine Demokratie und jetzt muss rasch gewählt werden und dann wird wieder die demokratisch gewählte Regierung vom Nationalrat bestätigt. Also um das zusammenzufassen, von der Kanzlerin sind wir angetan, wir sind von ein paar Ministern angetan, ich finde den Jablona sehr gut. Ich finde den Reichelt hundertprozentig gut. Na Moment, zu dem kommen wir gleich. Ich finde den Jablona gut, ich finde den Schallenberg gut, du auch. Schallenberg ist... Beide finden Schallenberg gut. Schallenberg ist der beste Pendant zum Schwarzen Bierlein. Aber Schallenberg ist der beste aus der EU. Nein, das würde ich nicht sagen. Er kann sicher nicht arabisch und auch nicht chinesisch. Ich glaube nicht. Also, und er kann nicht knicksen von Putin. Das auch. Er wird nicht knicksen, er kann auch nichts bewirken. Was wird der österreichische Außenminister sagen? Naja, es geht immerhin um eine Kommissarin. Ja, das ist richtig. Er möchte das ist die Frage, das Ressort ausfahren die Frage bei den EU-Verhandlungen. Das ist richtig. Das heißt, er muss eigentlich der Frau Edtstadler, weil ich nehme an, die wird das ja wohl werden, oder? Ich weiß es nicht. Ein gescheites Ressort ausfahren und was der Kurz sicher getan hätte. Und wo es jetzt schwer werden wird. Ja, naja, das österreichische Gewicht ist natürlich im Moment denkbar gering. Bei Zero. Ne? Das ist klar. Ja, so, aber wir sind 8 Millionen voll das Gewicht, wovon wir ansonsten sind wir eigentlich von der Regierung enttäuscht, außer er jubelt über den Herrn Reichert. Warum eigentlich? Was heißt jubelt? Weil der Paintball gespielt hat. Das ist jetzt eine neue Qualifikation. Bitte, über die Jugendzünden haben wir gerade beschlossen, dass man. Aber ich frage mich, was ist das Gute an dem? Nein, das ist ein Spitzenbeamter und ein Experte und ist deswegen vom Bundespräsidenten, der ansonsten sakrosankt ist und seine Entscheidungen sind von unendlich. Endlicher Weisheit, nur in dem Fall nicht. Gut, wo sind wir denn, meine Herren? Das ist ein Spitzenbeamter, der das gut machen wird. Das Ministerium, ich weiß nicht, ob der Fussi widerspricht, das Ministerium war unter dem Hofer eigentlich exzellent geführt. Gut geführt. Würde ich schon meinen. Also ich widersprichst bin, du? Ja, weil ich bin von Norbert Hofer massiv enttäuscht. Warum weil, der Norbert Hofer beim Verbot, also bei der verpflichtenden Einführung des Abbiegeassistenten nicht geliefert hat. Na gut, da und da sterben Kinder in Österreich. Das war sein Fehler. Dass er sich nicht gegenüber der Lobby durchsetzen konnte, ist der erste Fehler. Aber da war ja noch nicht aller Tage Abend. Das wird ja oder wäre ja gekommen. Wäre das war halt zu früh. Also da hat er recht. Das war eigentlich der einzige Hoferfehler, den ich sehe. Ansonsten ÖBB, Asfinag, alles super gemacht. Die besten Leute eingesetzt. Und in Mann in Wald hat sich herausgestellt, dass selbst die Strache-Ankündigung, die Strabag kriegt, keine Aufträge mehr nicht gestimmt hat. Weil der das ordentlich vergeben hat. Es gibt aber nicht so viele Baukonzerne in Österreich, also die Strabag nicht zu beauftragen, geht gar nicht. Na gut, aber es hätte ja vielleicht russische gegeben, wie man das glaube ich eher nicht. Aus wir schreiben ja EU-weite EU-weite Ausschreibung in Russland ist noch nicht bei der EU. In Europa gibt es keine Baukonzerne. Also, das heißt, er findet den Reichert gut, du auch? Nein, ich finde es unerträglich. Wieso? Dass man jetzt bei der Übergangsregierung nicht, wenn man schon einen Freiheitlichen nimmt, dass man da nicht irgendeinen gefunden hat, der nicht in seiner Jugend mit Gottfried Küssl und Heinz-Christian Strache Paintball gespielt hat. Das ist nicht notwendig. Herr Fussi, jetzt muss ich aber du bist der Meinung, das ist ein Nazi, oder was? Nein, ich kenne ihn gar nicht. Das Einzige, was ich, ein guter Mann das Einzige, was ich weiß, ist aus den Zeitungsberichten oder von den Fotos, die man kennt, die ihn gemeinsam zeigen mit diesen Küssl-Leuten. Okay, jetzt, das ist Ihre Obsession. Haben Sie ein Büttel dabei vielleicht wieder gefällt? Ja, sicher. Aber Herr Fussi, das gibt so ein schönes Foto, da ist der mit dem Strache. Sie auf dem Auge Warum hast du das Bild denn mitgebracht? Das kennt jeder. Das wäre endlich einmal ein Bild gewesen, das gestimmt hätte und nicht manipuliert gewesen. Da muss ich was dazu sagen. Wir überprüfen ja nicht, ob bei irgendwelchen SPÖ-nahen Leuten
Studenten, die mit 7 Jahren in der Uniform der Roten Falken herummarschiert sind. Das überprüfen wir ja alle. Was anderes. Ja, was denn? Die haben Lieder gesungen, sind mit Trommeln herummarschiert. Ja, ja, ja. Jetzt hör doch auf. Das ja. ist dieses das blöde Reden, dieses blöde Reden, was irgendeiner als Pubertärer vor 30 Jahren gemacht hat. Und das soll ihn disqualifizieren als Verkehrsminister. Das ist eine unsinnige Glauben Diskussion. Sie, dass das strategisch gescheit ist, so jemanden zu nehmen, hätte man nicht, wenn andere aber nehmen können. Ich weiß, alle anderen sind heilig. Alle anderen sind heilig und nur gute, edle Menschen. Es geht und jeder Freiheit ist schlecht. Aber die Opferrolle steht ja, nicht gut. Ja. Die Opferrolle steht die dümmsten linken Schwestern, die schon wieder die Opfer, Täter, Opfer umkehrt. Das sind die dümmsten Schwestern. So dumm schätzen sie nicht. Da kommen wir aber nicht damit. Mölzer läuft so Opfer auf, jetzt ist von dir auch was angesagt. Wir kommen, also das Kabinett ist selber halt eher für mäßig. Wobei den Herrn Reichert finde ich jetzt, wenn man jetzt einmal das Paintball außer Acht lacht, nicht für die schlechteste Besetzung, weil in einem guten Ressort, siehe auch Bildung, einen Sektionschef zu nehmen, der das gut gehandelt hat, ist für den Übergang nicht schlecht. Und ich finde, der Hofer hat das Ressort wirklich gut geführt. Ich schaue, dass er nicht mehr da ist. Übrigens war das ein Fehler, im Nachhinein besehen war es ein Fehler, dass der Kurz das Platz nicht lassen. Nein, das, da brauchen Sie mich aber nicht fragen. Ne? Nein, trotzdem. Das war, sagen viele andere auch. Es war ein Kurzschluss, ein politischer, der ihn selber ins Nichts befördert hat. Und jetzt werden wir erst sehen, wie triumphal er zurückkommt. Werden wir schauen. Und zwar? Naja, so wie es jetzt ausschaut, wird er die Wahl gewinnen. Aber kein Schüsselergebnis haben, ne? Sondern es wird ein Kurzergebnis sein. Sie ne? meinen, die Neuwahl fliegt ihm auf den Schädel? Nein, auf den Schau, er wird stärker aus der Wahl, Rebus Sixtantibus, so wie wir jetzt darstellen, ne? wird er stärker aus der Wahl hervorgehen, aber nicht so stark. Die schwülen Träume von der Absoluten, verstehst, das ist halt wird's der Wunsch ans Christkind. Wird's nicht spielen. Ja. War die Neuwahl ein Fehler? Im Nachhinein jetzt mit 2 Wochen Abstand und jetzt dieses eigenartige Übergangskabinett sehend? Die Bewertung ist irrelevant, weil sie war alternativlos aus meiner Wieso? Sicht. Wieso? Nein, der weiterregieren kann. Wie denn nach dem Video? Nein, unmöglich. Nein. Die zwei sind zurückgetreten. Der Kickl hätte verzichtet und hätte einen anderen Freiheitlichen. Ja, das ist die Erzählung der Freiheitlichen. Wenn man dort den Hofer hingesetzt hätte oder was, wäre die Sache gerichtet gewesen, oder? Nein, das ist die Erzählung der Freiheitlichen. Die FPÖ hat bewiesen, dass sie nicht regierungsfähig ist. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Aber, und nicht nur aus dem einen Grund von dem Ibiza-Video. Die FPÖ hat bewiesen, dass sie nicht regierungsfähig absolut. Ist. Und was hat das jetzt mit dem Ibiza-Video? Wenn die nicht regierungsfähig ist, dann muss man einen Neuwahlantrag stellen. Ne? Okay. Also Entschuldigung, die ÖVP war vor der Situation zu sagen, wollen wir uns an die FPÖ auf Gedeihen verderb ketten, mit allen Risiken, die dann noch kommen nach dem Video. Aber und dass der Kanzler hier einerseits, was man dem Kanzler vorwerfen muss. In einer Regierung, jetzt du bist doch ein Stratege, ja? Ja. Und hast ja mit nordkoreanischer Verehrung schon manche Bundeskanzler durchaus gut beraten, bevor sie... Oder versenkt, bevor sie, die Meinungen bevor sie versenkt wurden, ja? Ja. Du, jetzt einmal ganz ehrlich, strategisch gefragt. Ich bin immer ehrlich wenn zu dir. Wenn ich Kanzler bin, dann und ich bin mit einem Schlag den Stache, den Gutenus und den Kickl los und krieg statt dem den Herrn Hofer, dann schreibe ich keine Neuwahlen aus, sondern gehe zu Fuß in den Stephansdom die 10 Minuten rüber und zünde ungefähr 30 Kerzen an. Oder? Naja, vor allem, wenn ich wüsste... Was gibt Schöneres als richtig, den Hofer als Vizekanzler? Wenn ich wüsste... Und Strache und Kickl bist los, dann bist du wahnsinnig. Herr Feller, und wenn ich dazu noch wüsste als Kanzler, dass ich selber eine Woche später in die Luft gesprengt wäre, ne, dann gehe ich erst recht in Stephansdom. Was man sich ausrichten hätte können, wenn man es aussieht. Also da ist meiner Meinung nach zu kurz gedacht worden. Ja, da war der Druck einfach in der Partei, bei den Landeshauptleuten und so weiter viel zu groß. Das ist doch eine lächerliche Behauptung. Der hätte sich doch gegeben, der Druck... Wann sie herausgestellt hätten, na, der Hofer ist Vizekanzler, um Gottes Willen. Ich meine, der verharrt mit dem Blümel im Zungenkuss. Und der Hofer soll nicht Teil dieses FPÖ-Systems sein? Der hat in seinem Leben noch nie ein böses Wort über die ÖVP gesagt. Der hat noch nie ein lautes Wort, also solche, wie nennt man das, Koordinationssitzungen, wie mit Hofer und Blümel hat es nach meinen Informationen noch nie gegeben. Also ich kann da nur sagen, nicht einmal in Alleinregierungen. Ich sehe die... Neuwahl auch für den Kanzler ist völlig alternativlos. Habe mich sehr gefreut, dass die Regierung gekracht hat, weil das für das Land notwendig war. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die wahrscheinlichste Variante nach dem 29. September wieder schwarz-blau sein wird. Na super, und deshalb bist du für eine neue Wahl. Hast du einen Beratungsauftrag oder was? Ich übernehme keine Beratungsaufträge mehr für Wahlen. Wie kann jemand für eine Neuwahl sein, wenn er sagt, nachher gibt es weniger Föbe aus? Aber das ist ja das Problem der Leute. Wenn 18% der Österreicher bei der EU-Wahl
die FPÖ wählen nach dem Video. Mit der Haltung, naja, der war ja nur besoffen, aber mein Gott. Aber über das reden wir im nächsten Einstieg. Schwierig. Über das reden wir, weil es ein spannendes Thema. Wie schaut die Neuwahl aus und was kommt raus? Vorher müssen wir noch kurz den Kaiser ehren, oder? Ja. Ersatzkaiser. Kaiser. Wer ist Alexander der Erste. Der Mölzer ist begeistert. Wer wird Thronfolger sein? Ich kann mich erinnern, was der Mölzer über den Van der Bellen alles gesagt hat. Na, hör mir auf. Bitte, oder? Kann sich der Mölzer noch erinnern, was er über den Van der Bellen alles gesagt hat? Absolut. Und zwar was? Unfähig. Das dürfte ja stimmen. Unfähig, die Hoffnung. Aber halt der Hälfte Kanzler. Unfähig, die Hoffnung. Wie ich auch in der größten Zeitung des Landes gestanden ist, der Hälfte Kanzler. Ne? Ja. Und das war er. Von der Hälfte der Leute gewählt worden und die andere Hälfte hat den Hofer gewählt. Ne? Und das war natürlich für uns schon von der Beurteilung her und gesagt, die Sorge, dass der Mann die Gräben eher aufreißt. Und diese Sorge hat sich als unbegründet erwiesen. Hat sich als unbegründet erwiesen. Das ist schon richtig. Er macht ein großes Wort aus Mölzers Mund. Er macht es souverän, aber nicht ganz unparteiisch. Wieso? Die Regierung ist eine große Koalition. Im Parlament gibt es zum Beispiel 25% oder 26% Freiheitliche. Bei den Ministern gibt es, glaube ich, 4% Freiheitliche. Das heißt, Mölzer sagt, in Wahrheit will der eine große Koalition und wird alles daran setzen, dass nach der nächsten Wahl eine rauskommt. Heißt es das? Naja, das heißt sicher für mich, dass er zum Beispiel schauen wird, wenn die Grünen je wieder einziehen, was Gott verhüten möge. Ne? Dass was er Gott schauen wird, aus meiner Sicht. Ich glaube, da ist der liebe Sicht, Gott nicht mehr wirklich umzustimmen. Das kann schon sein. Selbst vom Mölzer nicht. Im Stephansdom pilgern. Ne? Genau. Aber da braucht es aber mehr als 30 Kerzen. Und dann wird der Herr Bundespräsident natürlich schon ein Wohlwollen haben gegenüber beispielsweise einer Jamaika-Koalition, ne, wenn der Kurz sowas macht. Ne? Aber das ist eine ungelegte Eier. Ne? Ja, verstehe. Aber an und für sich hat er einen guten Job gemacht. Ist nicht schlecht. Warum hat er einen guten Job? Weil er mich an den Kaiser Franz Josef 3 Jahre vor seinen Tod erinnert. Ein netter, älterer Herr. Das habe ich schon geschrieben am ersten Tag nach der Wahl, dass er mich an den Kaiser Franz Josef erinnert. Die Österreicher haben behauptet, der hat das überhaupt nicht gewonnen, weil er an den Kaiser Franz Josef erinnert. Das mag ein Argument für viele Österreicher gewesen sein. Ne? Ein ruhiger, freundlicher, geworden. Älterer Herr, dem nichts als Sport bleibt. Ich bin von Van der Bellen durchaus angetan, logischerweise habe ihn ja auch gewählt, im Unterschied zu Herrn Mölzer. Ich stelle mir jetzt, du warst da zwischenzeitlich schon enttäuscht von ihm. Ich kann mir an ein, zwei Worte erinnern. Ich finde, er war bei manchen Sachen zu ruhig. Mhm. Aber man stelle sich jetzt vor, jetzt würde Norbert Hofer am Gehstock Tonne Kreide in der Hofburg sitzen. Der hätte niemals so souverän agiert. Der hätte natürlich seine Parteipolitik nach vorn gestellt, so wie man den Hofer einschätzt. Ich glaube das schon. Sind wir froh, dass wir den Alexander Van der Bellen haben, der... Ich meine, es mutet ein bisschen seltsam an, wenn der Bundespräsident sagt, er bewundert die Eleganz und Schönheit unserer Verfassung, da denkt sich halb Österreich, von was redet er. Ja? Aber ich finde es sehr wohltuend, dass er gesagt hat, Leute, das ist zwar eine außergewöhnliche Situation, aber nichts Dramatisches. Unsere Verfassung ist ein Kompass, der führt uns da durch. Ich habe das und das zu tun. Er hat wunderbar erklärt, was er warum tut, warum das die Verfassung auf welcher Ebene vorschreibt. Ich finde, das hat er gut gemacht, in einer ruhigen Art und Weise fast schon. Er hat mich teilweise an seine eigene Maschek-Parodie erinnert, in seiner wirklichen Coolness, die, glaube ich, schon ein Stück weit sozusagen ein Spleen ist von ihm. Ne? Mhm. Zu sagen, naja, alles da. Er hat ja gesagt, alles da. Also das fand ich schon gut. Ich glaube persönlich zum Beispiel, es hat schon eine Auswirkung gegeben bei den EU-Wahlen. Ich glaube, zumindest 2-3% werden die Grünen dem Alexander Van der Bellen zu verdanken haben und seiner umsichtigen Amtsführung. Gut, so, es war ein wirklich spannende erste Runde. Wir gehen in eine kurze Pause, dann stellt sich die Frage, wir sind das erste Land mit einem grünen Bundespräsidenten. Werden wir auch das erste Land mit einem grünen Vizekanzler? Das wird gleich die nächste Frage sein, nämlich wie glaubt ihr, dass diese Neuwahlen ausgehen? Welche Dramatik oder Dramaturgien oder Dynamiken gibt es? Und dann habe ich natürlich zum Schluss noch ein wirkliches Betthupferl für die Herren Strache. Soll Strache das EU-Mandat annehmen oder nicht? Mölzer lässt schon die Augen kreisen. Das lässt gute Wortmeldungen erhoffen. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live.
So, da sind wir wieder. Die Herren haben sich in der Zwischenzeit ein bisschen ausgetauscht und haben jetzt Gott sei Dank ein paar Punkte, da sind sie absolut nicht einer Meinung. Denn es geht darum, wie geht es in dem Land eigentlich am 29. September weiter. Erstens halte ich schon mal für eine Sauerei, dass erst am 29. September gewählt wird. Über das können wir auch noch reden. Und B, frage ich mich, warum wollen wir eigentlich, wenn eh das rauskommt, was wir derzeit haben? Denn in den Umfragen haben wir den Basti Fantasti bei 38%, soll er 40 schaffen, aber macht das Kraut irgendwie auch nicht fett. Geht sie noch immer eine Koalition mit den Neos wahrscheinlich nicht aus. Dann haben wir die SPÖ irgendwo bei 21%. Werden wahrscheinlich unter 20 fallen, wenn sie so erfolgreich weiter tun, aber das soll uns der Fussi erklären. Dann haben wir die FPÖ bei 18%, ist eigentlich sensationell, weil irgendwann soll es einmal in Richtung Sch. Ja, bitte? Nein, ich sag's nur vom Wähler her, aber das wird uns der Mölzer erklären, warum das nicht der Fall ist. Dann haben wir die Neos bei 10%, das finde ich charmant, weiß ich nicht, ob die das wirklich in die Wahlkabine retten können, und die Grünen bei 8%, das halte ich ehrlich gesagt für zu wenig. Im Gegenteil, ich glaube persönlich, dass die Grünen auf 12% oder 13% kommen. Und wenn dann der Basti Fantasti 38 oder 39 macht, gibt es eigentlich nur die Jamaika-Koalition, oder? Du glaubst nur immer, es wird auf Schwarz-Rot rauslaufen oder sogar auf Schwarz-Blau? Ich glaube an Türkis-Blau. Wieso? Relativ einfach. Es wird sich keine Mehrheit mit den Neos oder den Grünen ausgehen. Das ist meine feste Überzeugung. Selbst wenn sich eine Mehrheit mit den Grünen ausgehen würde, was machen wir dann? Jeder Flüchtling braucht einen CO2-neutralen Fußabdruck. Wieso das ideologisch gehen? Das wird nicht funktionieren. Ja, mit der SPÖ ist es vor allem auf der zweiten... Ist, ich glaube, die wollen eine generelle Revision des ganzen Flüchtlingsprogramms, nicht nur den Fußabdruck. Das war jetzt eher ein scherzhafter Einwurf. Aber ich glaube auch nicht, dass mit dem Hass, der sich aufgestaut hat auf der zweiten und dritten Ebene, zwischen Rot und Schwarz, oder Rot und Türkis in dem Fall, das wieder zu richten ist. Das heißt, mangels aller anderen Möglichkeiten, wenn das Wahlergebnis so eintritt, wie jetzt die Umfragen zeigen, was erst einmal passieren muss, dann würde ich an eine Fortsetzung von Türkis-Blau glauben. Und das müsste der Herr Kurz noch erklären. Ja. Das wäre von kurzer Sauerei, weil der Kurz sagt, die FPÖ ist nicht regierungsfähig, deswegen wäre ich neu, um dann wieder eine Regierung mit ihr zu bünden. Das wäre lächerlich. Genau mit demjenigen, den er als Vizekanzler haben können. Und wo er sagen wird, na, der ist ja anders als mit die früheren. Und dann wird er mit der Forderung, quasi der Kickl soll sich schleicheln, nicht durchkommen. Ja. Kommt der Kiesblau wieder, Mölzer? Naja, dieser luziden Analyse des Herrn Fussi ist ja wenig hinzuzufügen. Dann bis auf. Schau, es gibt ja mehrere Mechanismen in diesem Wahlkampf. Ein Mechanismus wird sein, die Wahlkampfpropaganda der Türkisen, ne, des Kurzen seiner Freunde. Und die lautet ja, schaut's an, da trotzt er und der Kickl in der dunklen Ecke des Nationalrats. Ja, ja. Und das wird jetzt gespült und die rot-rot-blaue Geschichte, die hat uns abgewählt, Geht nicht ein. Ja, geht nicht ein. Das glaubt doch niemand. Sehr unwahrscheinlich. Ja, warum soll es gibt sowas. Bitte, Wolfgang. Ja, bitte, bevor lass mich mal ausreden, das sind lästig. Es gibt sowas wie Self-Fulfilling Prophecies, ne? Wo die Dinge eine Eigendynamik gewinnen. Aber das Wahrscheinlichste ist das, was der Herr Fussi sagt. Nur gibt es ein paar Imponderabilien und ein paar Geschichten, die um 2-3% anders sein könnten. Natürlich. Dass erstens die Bäume von Kurz nicht in den Himmel wachsen, dass zweitens die Freiheitlichen über eine sehr konsolidierte Stammwählerschaft verfügen und nicht zerstritten sind im Gegensatz zu 2002. Dass drittens die SPÖ sich nicht da holt mit der Rendi, mit der Pamela. Die schreiben wir schon ab, oder wie? Nein, das nicht, aber sie schwächelt auf jeden Fall und es ist keine Rettung in Sicht. Ne? Und dass die Grünen längst nicht so gut sind in der Bevölkerung, wie sie und die und alle jetzt glauben. Das ist meine Nein, in Deutschland sind sie auf Platz 1. Ja, Deutschland. Platz 1. Österreich ist ja Gott sei Dank nicht Deutschland. Ne? Ja, das von Ihnen zu hören, ist ja was heute. Schaut, dass Österreich nicht Deutschland ist. Werden die Grünen 12% oder mehr schaffen, oder glaubst du, dass deren Bäume nicht in den Himmel wachsen? Das hängt stark von der Schwäche der SPÖ ab. Wenn die SPÖ bei der EU-Wahl, hat man es gesehen, hat massiv verloren, so wie die Freiheitlichen an die ÖVP verloren haben. Also ich glaube, dass Themensetting, ja, wenn die Grünen den Mut haben und sagen, wir gehen monothematisch nur aufs Thema Klima und ziehen das durch. Schaut an, was passiert in dem Sommer, wie heiß es wird. Ja. Und Essen darf man nicht unterschätzen. Auswirkungen in Landwirtschaft, aber ich glaube, da haben die Grünen Chancen auf 15% oder mehr, wenn die SPÖ sich nicht fängt. 15%, sagt er. Wenn die SPÖ sich nicht fängt. Wenn die SPÖ sich nicht fängt. Ich muss ihm trotzdem ich persönlich glaube, das auch für durchaus möglich,
dass SPÖ und Grüne beide bei 15 sind. Wenn sie zusammen 35% haben oder 36%. Ich sage jetzt einmal, das rechte Lager hat 56%. Die Freiheitlichen werden 20 machen, der Kurz 36%. Und die Neos sind in der Mitte als liberales Scharnier. Aber 35%, das geht ja aus. Lieber Herr Fusi, selbst wenn die das machen, selbst wenn die das machen, ist es für Sie vorstellbar, dass der Kurz jetzt sagt, okay, dann machen wir Schwarz-Grün? Ne? Das machen die, weil das Projekt Kurz schaut ja so aus, gerade in der Migrationsproblematik. Dann muss er ja sein Projekt 180 Grad. Und er wird aber der Wahlsieger sein, der wird dann jetzt sein Projekt ad acta. Aber wissen Sie, ich unterschreibe das alles. Genau. Nur eins glaube ich schon, dann haue ich schon noch eine. Würde Kurz in die Geschichte eingehen als jener, der mit den Ibiza-Jungs saufend und lustig durch rechtsextreme Einzelfälle navigiert ist als Kanzler? Oder will der Kurz in die Geschichte eingehen als echter Reformkanzler? Ich glaube, der Kurz will die Reformen, in die Geschichte eingehen. Der Kurz will mit 40 einen Top-Job haben. Den kann er jetzt schon haben. Bitte, der Kurz kann jetzt mit Hauenkuss. Natürlich, jeder will in die Geschichte eingehen. Ja. Aber ich meine, das ist schon eine richtige Frage. Weil wenn die jetzt in Deutschland auch die Wahl gewinnen, ja, und wann die jetzt Richtung Nummer 1 in Deutschland geht, irgendwann musst du als Politiker schon die Frage stellen, holst du ihn nicht in der Regierung, damit du die Jungen in der Regierung hast. Sonst hast du ja keine Jungen mehr. Mit SPÖ, da hast du wirklich wie irgendeiner, ich glaube, es war der Groß, der gesagt hat, dass du den Rollator. Ich habe das gesagt. Ja, ja. Der Punkt ist der, ich möchte einen anderen Punkt bringen, der Deutschland und Österreich wirklich unterscheidet. In Deutschland, die Annegret Kramp-Karrenbauer und bei der SPD, die jetzt zurückgetretene Frau Nahles, sind ja ein Wählervertreibungsprogramm, bitte. Demgegenüber steht in Österreich der sehr beliebte Altbundeskanzler. Altbundeskanzler. Jungbundeskanzler. Außerdem der kürzest dienende Bundeskanzler der Zweiten Republik, das Monarchie Sebastian Kurz. Der Kogler ist ein Nachwuchsstar, da war es für den Grünen. Da gab es schon Pilz und Kogler, wenn das gespannt werden. Wenn ich euch zwar anschaue, ist es ja die Stunde der alten weißen Männer. Das alte weiße Männer, nein, aber Herr Fussi, Sie sind an der Schwelle. Ich bin nur gleich blatt oder nicht alt. Aber Spaß beiseite, eine andere Korrektur zu Ihrer Analyse ist auch noch wichtig. Die FPÖ hat nicht an die ÖVP verloren bei der EU-Wahl. Die sind in den Nichtwählerbereich gegangen. Eine halbe Million Nichtwähler. An die Nichtwähler. Schau mal, die Ergebnisse im steirischen Würztal an. Ja. Da sind die FPÖ-Stimmen 1:1 zur ÖVP gegangen im Würztal. Das sind Stimmen, die von der SPÖ zur FPÖ gewandert sind. Dann sind sie ein paar Jahre bei der FPÖ gelegen. Jetzt sind die draufgekommen, hallo, aber ihr rechnet Gauner. Ihr rechnet 500.000 Nichtwähler. Rechnet 500.000 Nichtwähler, die im Vergleich zur Nationalratswahl, muss man sagen, natürlich muss man mitdenken. Und das ist der wahre Verlust gewesen. Ja. Und das ist das, was aktivierbar ist. Also macht euch da keine Hoffnung auf den Tod der FPÖ. Die Frage, Sie haben ja gesagt, es wird Zeit, dass es einmal umgeht. Kommt Kies blau oder kommt dir Kies grün? Von der politischen Logik ist dir Kies blau. Und dir Kies grün, das wäre die Katastrophe schlechthin. Das wäre die Kapitulation von Kurz für sein Projekt. Aber wäre es auch für das Land die Katastrophe? Das ist die andere Frage. Jetzt reden wir über Parteitaktik, nicht über das Wohl des Landes. Weil das Wohl des Landes, aus meiner Sicht, war die bisherige Regierung. Mit den Ibiza-Jungs, mit dem Verscherbeln nach Russland. Das war nicht das Thema. Das Wohl des Landes hat 60% der Leute bis zum Aufkommen des Wiederziehens. Da könnte man sagen, machen wir weiter. Das ist das Wahrscheinlichste. Es viele Hypotheken gibt. Ne? Das würde eine Koalition des größtmöglichen gegenseitigen Misstrauens werden. Ne? Das ist ja klar. Man darf ja eins nicht unterschätzen, jetzt möchte ich einmal die... Ja, aber jeder, wenn er zum anderen auf Besuch geht, zuerst das Haus entwanzen lassen wird. Ne? Der Strache in seinem Ministerium schon machen. Ist man draufgekommen, es waren lauter leere Kabel. Das ist ja der Gag, der sein Büro entwanzen hat lassen, das aber haben wir nicht schon die Villa. Das ist der Gag des Jahres. Dem Mölzer fast recht geben. Ne? Die Freiheitlichen sind so robust mittlerweile, die machen ihre 18 bis 20. Na, und wunderbar. Wenn die 18 bis 20 machen, kann der Kurz nicht mehr kriegen als 36. Das geht gar nicht. Das geht mathematisch nicht. Dann sind wir am Schluss beim, naja, ein paar könnten von den Neos kommen. Warum sollten die denn gut? Warum sind die nur überbewertet? Na eben, also wenn die überbewertet sind, können die 2-3% drüber kommen. So, jetzt sind wir aber zum Schluss beim Thema des Tages. Bei dem, wo ich mir vorstellen könnte, dass es wirklich emotional wird, nämlich soll Strache das EU-Mandat annehmen. Da würde ich jetzt gern die Stimme von Andreas Mölzer hören, weil der Strache schaut zu
Und der Strache legt ja großen Wert auf den Mölzer. Haben Sie es ihm schon gesagt, Ihre Meinung? Oder hört er das jetzt durchs Fernsehen zum Beispiel? Nein, schon. Es ist zwar, so, was ist er sagt natürlich mit Recht, 44.000 Österreicher, und das reicht eben für eine Vorreihung und fürs Mandat, haben mir unmittelbar und ganz bewusst das Vertrauen ausgesprochen. Er hat nach Recht und Ordnung, Recht und Gesetz Anspruch auf das Mandat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass er A gesagt hat, ich trete vor allem politischen Funktionen zurück, und B, taktisch, dass das natürlich der FPÖ im Wahlkampf pausenlos um die Ohren kaut werden würde. Wieso? Ja, weil der Strache ist nicht zurückgetreten und. Ja, das aber würde die FPÖ-Wähler wollen den Strache sowieso. Das ja, ist nein, ja, schon, aber die Gegner würden sie natürlich pausenlos um die Ohren hauen. Und es ist natürlich taktisch, wäre es für die Partei sinnvoller, wenn er es jetzt nicht annehme. Das ist einmal klar. Er muss es selber entscheiden, es ist seine Entscheidung. Die Entscheidung ist was so schwer. Was würden Sie ihm raten? Was haben Sie ihm geraten? Genau, naja, noch besser. Ich habe gesagt, du hast da Recht auf das Mandat. Im Moment würde ich es nicht annehmen. Ja, dann ist aber weg, oder? Ja, das ist ja die Frage. Naja, natürlich, ist ja klar, wenn du jetzt verzichtest, hast du nicht eine andere Chance, dass du dann wieder später. Sehr schwierig. Bei der EU kannst du Zeit verzichten. Sehr schwierig. Und der Strache, der ist mein Freund und der ist 50 Jahre, er muss ja was tun. Er muss ja was machen können. Was ich meine, er hat eine Frau, er hat ein Kind. Natürlich, natürlich. Und da habe ich schon Verständnis. Die sind schon verzweifelt. Nur, jetzt kommt was anderes. Die sind schon verzweifelt, muss man dazu sagen. Das weiß ich gar nicht. Verständlicherweise. Ich kann mir das vorstellen. Aber schau, der Hund ist ja der. Er ist unverschuldet in der Situation. Ja, aber mein Gott, jetzt reden wir von der Erbsünde. Fangen wir so an, theologisch. Das war vor zwei Wochen. Ja, wer den ersten Stein werfe, gell? Wissen Sie, das war vor zweieinhalb Jahren, Herr Fussi. Aber was anderes glaub, muss man sagen. Ich glaube, die Österreicher werden ihm das bis September verziehen haben. Das ist durchaus wie man jetzt schon die Vorzugsstimmen das sagen natürlich sieht. Viele, tun ein Jahr, also redet kein Hund mehr. Und der Berlusconi ist auch im Europaparlament. Und selbst du müsstest ja eine gewisse Sympathie für sagen wir, alkoholisch-schwängere Spinnereien haben. Nur wenn sie von dir kommen. Sollte auch schon passiert sein. Nur wenn es von dir kommt. Ja, von mir kommt sowas nicht, aber dir soll schon passieren. Es kommt noch etwas politisch wichtiger. Mir ist da viel Ärgeres passiert als dem Strache. Nur ich möchte einen kurzen Punkt sagen. Mölzer hat recht, ganz kurz. Mölzer hat recht, ja, es steht ihm das Mandat zu, weil die Leute haben in Kenntnis des Ibiza-Videos ihn gewählt. Ja. Er würde die FPÖ damit massiv in Probleme bringen. Es gibt schon Überlegungen über Parteiausschlussverfahren. Ja, aber das wäre eine Katastrophe. Nein, es kommt jetzt noch was anderes. Schau, das Drehbuch für einen Kurz heißt ja Schüssel Herbst 2002. Was ist denn damals passiert? Damals war die FPÖ zu tief zerstritten, wurde also gespalten. Der Stronach hat die Hälfte ausgekauft. Und da spielen ja die also Gegner die mit einer Spaltung. Wenn so deppert ist, den auszuschließen, nein, dann kann man hier nicht helfen. Niemand will das. Dann die Oberösterreicher. Der Heimoser will das. Nein, der Heimoser. Heimbuch. Nein, der Heimbucher hat es nicht, hat er auch deutlich dementiert heute. Er hat aber deutlich gesagt, er soll das Mandat nicht annehmen. Ja, das ist seine Meinung, aber von Ausschluss redet keiner. Aber das heißt, das wird so jetzt werden. Also, das ist doch die Wahrheit. Moment. Das ist ein Selbstmordkommando. Ja, das wäre also. Dann sind es von 18 auf 15. Will in der FPÖ auch niemand. Nein, viel tiefer. Der Hund ist aber der, es wird jetzt dieses Drehbuch 2002 gespielt. Man will natürlich die FPÖ spalten. Man würde das wahnsinnig gern haben von den anderen Parteistrategen und Spin-Doktoren, dass man sagt, bitte, das wäre super. Und die Wiener. Aber jetzt bitte nicht die Verfolgungswarnnummer, weil wer soll denn den Herrn Stach ins EU-Mandat einjagen, wenn nicht seine Ehefrau? Das ist jetzt nicht unsere Sache. Man spielt auf der Gerüchtebörse, das höre ich aus dem ÖVP-Bereich, sagen, ja, die spalten sie, der Strache nimmt das Mandat, die Wiener unterstützen ihn und die Oberösterreicher sagen, dann spalten sie. Das wäre natürlich das Wunschdenken. Wer es nehmen wird. Er wird es nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Also ich wette darauf, dass er es nimmt. Ich wette dagegen. Ich finde es auch richtig, wenn er es will. Ich wette dagegen. Entschuldigen für mich, warum sollte er ins Nichts stürzen? Ja, das kann man nicht. Weil er sich wie ein Verbrecher benommen hat in diesem Video. Ja, aber entschuldigen, wenn 40.000 Leute sagen, das ist kein Verbrecher. Entschuldigung, der wollte halt Staatsaufträge an die Russen geben. Hallo. Das hat wollte, alle aber gegeben. Hat nicht. Ich habe gesagt, er hat sich benommen wie und nicht er ist ein. Benommen wie, oder? Aber der wesentliche Punkt für mich ist ein anderer. Was jetzt benommen wie ist ja per se noch nicht strafbar. Nein. Was jetzt passiert ist, und das wette ich hier und heute, das käme aus der Geschichte der Freiheitlichen von Maischberger angefangen, gibt ein Mandat her und wir schauen schon auf die. Man wird jetzt Möglichkeiten. Aber jetzt entschuldige, Herr Fussi, das letzte Beispiel, das Sie kennen, ist die Frau Stern. Die Frau Stern, die 8.000 Euro Honorar kriegt. Also, damit Sie, aber ich sage nur, weil Sie reden bei den Freiheitlichen. Die hat 8.000 Euro, kriegt sie monatlich, damit der Pilz ein Mandat hat. Aber die Freiheitlichen sind von den Freiheitlichen. Von den Kirchhoff-Leuten gar nichts. Und dann ist die jetzt ganz zu schön. Ja, und von Parteiobleuten gehalten. Aber wird er jetzt versorgt, Herr
Strache mit dem Steuergeld? Ich weiß das nicht. Ich kann leider nicht versorgen. Entschuldigen, die FPÖ hat noch jeden, den sie versorgt hat, fallen lassen. Und der Maischberger ist das beste Beispiel dafür. Gut, der war ja besonders geschickt. Ja, aber ich sag's nur. Naja, sie hat sich auch benommen. Das Strache, was ich nicht verstehe, der Strache sagt, der zieht sich aus allen bundespolitischen Funktionen zurück. Ja, dann wählen sie einmal. Hat er ja. Nein, dann wählen sie ihn wieder zurück. Und du rätst ihm ernsthaft, das anzunehmen? Nein, ich rate ihm nicht, es anzunehmen, weil es eine gute Geschichte ist. Ja, so, ja, dann bin ich bei dir, dann soll ich das annehmen. Nein, ich sage euch noch was, der wird das Mandat annehmen und der wird bei der Wien-Wahl kandidieren, weil die FPÖ ohne Strache in Wien trat der Letzte das Licht aus. Naja, die Wiener, stehen hinter ihm, das stimmt. Ja, die Wiener kennen erben die nächste Wahl abschreiben. Eine Partei, die staatspolitische Verantwortung wahrnehmen will, soll mit jemandem kandidieren, der sich wie ein Verbrecher in diesem Video benommen hat? Das ist doch lächerlich. Bitte, Herr Mölzer, tun Sie es nicht abspielen. Das ist die freiheitliche Strategie, das hat so viele Geschichte und das hat keine Bedeutung. Ihre Strategie ist es, ständig einzuschreien, dass man nicht argumentieren kann. Schauen Sie, das Argument wenigstens kommt einmal ein bisschen Spannung auf. Aber die Sache ist die, wenn das geklärt ist, vom österreichischen Rechtsstaat, vom Gesetz her, ob das jetzt was Strafbares war oder nicht, und wenn es nicht der Fall ist, dann hat der Strache wie jeder andere unbeleumdete Bürger das Recht zu kandidieren. Ob wer aufsteht und wer wählt, ist eine andere Geschichte. Wir wissen heute schon, ihre Kiste überall, dass man an die Russen verklopft. An die Russen. Jeder war stolz, wenn ein russischen Investor, den Herrn Firtasch und wie sie alle heißen, an Land gezogen hat. Jeder war stolz. Immerhin dein mit nordkoreanischer Verehrung versorgter Ex-Bundeskanzler bei der Gazprom. Also bitte. Entschuldigung, wer verscherbelt Österreich wirklich an die Russen? Aber für den dümmlichen Vergleich bist du viel zu blöd. Nein, das ist kein dümmlicher Vergleich. Das ist ein intelligenter Vergleich. Nein. Weil ob der eine in einem sofernen Zustand ernsthaft behauptet, dass er die Corona-Zeitung kaufen kann, wo man ja nur sagen kann, das kann ja nur ein Volldeppscher. Ja, aber der ist dann gekauft worden. Ne? Vom Kurzfreund Banker. Ja, aber erstens 25%. Von der anderen Seite, die behauptet, sie kauft es vom Herrn Dichern. Ja. Also wäre der Typ nur halbwegs nüchtern oder erfahren gewesen, hätte gewusst, dass die vom Herrn Dichern das niemals kriegt. Allein an dem Punkt hätten wir herausfinden müssen, aber dass die Frau keine wollte zu dem Zeitpunkt verkaufen. Ja, aber die andere Seite. Hat auch mit Russen verhandelt. Die Frau Agent-Provokateur hat das durcheinandergebracht. Ja, die war nicht gut gebrieft. Studentin der Agrarwissenschaft. Die war nicht gut gebrieft und unsere zwei Leute waren besoffen. Spätestens da hätte es das ja merken müssen. Also, dagegen, das runterzuspielen. Ich finde, man hat alles gesehen, was man von der FPÖ und ihrer Regierungsfähigkeit wissen also muss. Also ich sage, der geht ins EU-Parlament, das wird dich extrem erregen. Werde ich dagegen? Wieso wählst du dagegen? Weil er, glaube ich, mit der Ausrede der Verantwortung für die Partei es nicht tun wird und die Partei wird es ihm mit Krügerrand, Goldmünzen. Also du wettest was dagegen? Du wettest was dagegen? Na, was willst du wetten? Ein Bier, so wie ich dich kenne. Nein, du kannst den Wein mit mir wetten oder wir können eine Haartönung wetten oder gehen gemeinsam ein bisschen annehmen ins Fitnessstudio, wenn es dir gefällt. Das ist eine gute Idee. Das Schicksal eines Menschen. Was wettet der Mölzer? Ich wette nicht über das Schicksal. Nein, aber es wird ja Meinung haben. Was ein Schicksal? Da gibt es eine politische Frage. Der steht ja vor der Existenz. Ja, was selber schuld? Genau. Also die Meinung des Mölzer ist, er macht's. Die Meinung des Mölzer ist, er macht's. Ich glaube auch, dass es aus Rücksicht auf die Partei jetzt nicht machen. So, und er wird was kriegen dafür? Nein, wer wird schauen, dass er was arbeiten kann irgendwo? Das darf ja jeder Mensch. Herr Fussi, Sie sind wie ein Großinquisitor. Ein Parteigünstling, ein Berufspolitiker vor dem Herzen, ein Leben nur von der Partei gelebt. Nein, also entschuldigt für was, der wird keine Arbeit kriegen. Also wann jemand nicht einstellt, dann jemand mit so einem Video. Nicht besser. Ja, ja. Schon. Das verstehe ich. Oder man sollte die Leute also wer jetzt die Firma XY und wir den Stache einstellen. Ja, aber es ist auch möglich im politischen Bereich. Nimm dein EU-Mandat an, dass dort versorgt ist. Ja, es ist im politischen Bereich. Entschuldigung, ich will den Mölzer nicht neu treten, aber EU-Mandate waren immer Versorgungsmandate. Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Das geht halt jetzt auf. Hast du einen Psoffenen, schick ihn nach Europa. Das reimt sich aber nicht. Bitte, ja, leider. Nein. Muss man sich für Europa was anderes einfallen. Aber letzte Frage. Kommt er in Wien wieder? Mölzer? Das ist eine Möglichkeit. Wenn die Wiener Partei der Meinung ist, dass er nach wie vor ungebrochen populär ist, dann ist das möglich, wenn er unbescholtener Bürger ist. Ob die Leute ihn dann wollen, werden wir sehen. Hm? Und ich sage euch noch was. Und jetzt muss, ich zum Schluss noch was sagen. Kommt noch eine Gemeinheit, ich weiß. Nein, muss ich zum Schluss noch was Spannendes sagen. Ja. Ist nicht in einem Land, wo der Stefan Betzner fast Dancing-Star geworden wäre,
ist denkbar, dass der Strache Wiener Bürgermeister wird? Betzner ist nicht Denzingstar gewesen. Fast. Nicht Denzings. Gewinner. Dass der Strache fast Bürgermeister wird? Das wäre er schon geworden, fast. Er war ja schon Spitzenkandidat. Aber und hat fast nicht. Ist es nicht die logische Konsequenz von Betzners Denzingstars Auftritt, also dass man Strache in die Wienwahl schickt? Ich pflege eher nüchterne Analysen anzustellen und da würde ich sagen, das ist nicht denkbar. Weil die völlig ausgeschlossen oder eben meine Dose Red Bull. Die Frage ist ja, Ibiza. Wie du zum Betzner vergleichst. Ja, der ist dümmlich eigentlich. Ja, gut, das wollte ich nämlich da haben, weil nach euch kommt jetzt nämlich der Stefan Betzner ins Studio. So. Und das werde ich ihm jetzt ausrichten, dass ihr das als dümmlich. Den Vergleich. Das ist aber eine Beleidigung in dem Betzner Sinne, kurze Werbepause gegenüber. Und dann erleben wir das politische Comeback nicht von Nazi Strache, sondern das politische Comeback von Stefan Betzner. Stefan Betzner als politischer Comeback. Analysator, das hat doch was, oder? Und das erleben Sie in ein paar Minuten nach der Werbepause. Aber ich habe ihm ja gerade eine zurück in die Politik. Und jetzt Stopp ist er da. Jetzt kommt er. Super, oder? Du hast Angst jetzt um deinen Job, sei ehrlich. Stefan Betzner, gleich nach der Werbepause. Er zittert.